Der heilige Josef. Ihr habt sicher schon 100 Predigten gehört über den heiligen Josef. Naja, vielleicht nicht 100. Nur herum, da seid ihr nicht zu jung. Aber wer war der heilige Josef? Er war zuerst einmal ein Mensch, wie wir alle, gell? Der versucht hat, das Beste aus seinem Leben zu machen. Er war wahrscheinlich Witwer, bevor er die heilige Maria geheiratet hat. Die Gottesmutter war Tochter einer Priesterfamilie. Und ihr Vater, der Joachim, hat eigentlich sie als einziges Kind gehabt. Und damit ist dieser Priesterstamm ausgestorben. Und was haben sie sich dann gedacht? Wir müssen schauen, dass unser Menschel zumindest einigermaßen entsprechend ihres Erbes weiterlebt. Da hat es gegeben, für die, das war ja so, die hat eher nicht direkt dem Adel angehört, aber schon sehr hochgestellt als Priestertochter. Da hat es gegeben eigene Tempelschulen, wo man Mädchen dort praktisch so wie eine Klosterschule ausgebildet hat. Die haben Lesen und Schreiben gelernt. Vor allem die Bibel, und das hat eigentlich fast niemand damals gekannt. Seit weil sie so einer Familie angehört hat. Und natürlich müssen wir die jetzt standesgemäß irgendwie unterbringen. Wir sind alte Eltern und uns gibt es nicht mehr lang, und wer schaut dann auf sie? Und da haben sie gewusst, den Josef, der schon eine Witwe war, der gut zu ihr ist, der soll sie heiraten. Sie will ja alles entsprechend, sie hat ihr Leben Gott geweiht, Jungfrauenweihe hat es da gegeben im Tempel, und hat gewusst, das akzeptiert er und kann mit denen umgehen. Und so hat er auf das junge Menschel, kann man sagen, diesen Weg geht, den nicht so leicht wer versteht, kann sie da unterstützen. Das war für ihre Eltern, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt ist der heilige Josef aber nicht nur ein Mensch, sondern ein Mann. Jetzt hast du wahrscheinlich das fescherste, beste Dirndl auf der ganzen Welt. Und du weißt, die gehört nicht dir. Die ist da, für sie da zu sein. Und jetzt merkst du, dass schwanger wird. Wir müssen das verstehen, dass sie ein Kind vom Heiligen Geist kriegt. Aber im Traum hat der Engel ihm das erklärt, und er hat das im Glauben angenommen. Da muss man schon sehr gläubig sein und wirklich auf Gott vertrauen, dass man wirklich sich vorstellen kann, dass Gott Dinge tut, die weit über den eigenen Horizont hinausreichen. Und dann die Übersiedelung, ihr müsst euch vorstellen, er war nicht nur ein Mann, sondern auch ein Zimmermann, eigentlich genau genommen, alles was mit Häuselbauern zu tun gehabt hat, Holz, Stein, alles was halt damals war. Und er hat im Grunde genommen mehrere Male eine Existenz aufgebaut. Nur für das Dirndl und ihren Buben. Dem, was er nichts davor kann. Zuerst in Nazareth, dann in Bethlehem, dann in dieser Flüchtlingskolonie in Ägypten.
Es war so eine eigene Judenstadt, weil die immer wieder flüchten haben müssen. Und dann einmal in Nazareth. Immer wieder neu anfangen. Und was für eine Schinderei das ist, könnt ihr euch gut vorstellen. Das alles bis jetzt war. Dann war der heilige Josef nicht nur ein Zimmerer, ein Arbeiter. Er war eigentlich auch, er hat dem höchsten Hochadel Jerusalems angehört. So wie bei uns die Habsburger, der Davidsstamm. Die haben gewusst, im Volk geht's bergab. Der Davidsstamm war schon ein paar hundert Jahre nicht mehr an der Macht. Sie haben aber von Gott die Verheißung gehabt und auch den Auftrag, verantwortlich zu sein für ihr Volk, mit dem es immer mehr im Bach runtergeht. Man muss sich das vorstellen zur Zeit Jesu und Mariens und Josefs, das Volk Israel total verarmt. Der Adel, die haben sie verkauft an die Römer, weil sie gesagt haben, es hat keinen Sinn mit so einem Bauernvolk, sie mit den Römer groß anlegen. Das waren mehr oder weniger dann die Sadduzäer. Dann hat es gegeben die Pharisäer, das waren mehr so Nationalisten, was geschaut haben, der alte Brauch, das gehört ganz genau eingehalten. Dann hat es gegeben, und in der Führungsschicht, müsst ihr euch vorstellen, die Römer haben das alte Adelsgeschlecht, die Hasmonäer, alle beseitigt, umgebracht. Haben irgendeinen, der halt viel Geld gehabt hat, zum Hohenpriester ernannt. Wisst ihr warum? Damit dein seine Tochter als Hohepriesters Tochter den Despoten adeln kann. Das war der Herodes, das war ein Idumeer, der war eigentlich aus einem Nachbarvolk, der die Juden verachtet haben. Den haben sie eingesetzt, eigentlich ein Heide. Ich glaube, seine Mutter oder was war eine Jüdin. Und damit der in den Rang eines Königs kommt, hat er diese eigentlich auch nicht wirklich hohe Priesters Tochter geheiratet. Hat eh nicht lang gelebt, ist dann gestorben. Also, es hat Aufstände gegeben, wo über 200 Leute gekreuzigt worden sind und so weiter. Das Volk war verzweifelt. Und das war alles zum Zerbrechen und hat überhaupt keine Perspektive gegeben. Das Königsgeschlecht von König David, es war verdunstet. Weit und breit keiner, der irgendwie das Heft in die Hand hätte nehmen können. Und der heilige Josef, wenn er an der Werkbank steht und das hat er sicher nachgedacht hat über sein Volk, über das Land, über die ganzen Zustände, und seine Machtlosigkeit. Was kann er tun? Es ist zum Verzweifeln. Du gehst eigentlich ein wie ein Kramer in dieser Situation. Und er hat eigentlich nichts anderes gewusst, als dass er selber anständig bleibt. Gott gefällig lebt, seinen Weg geht, so gut er kann. Und sich reinfügt. Wenn es der Herrgott zulässt, dann gibt es auch einen Weg dazu. Obwohl er selbst den Weg nie erkennen hat, kennen und verstanden hat. Aber er ist nicht abgewichen, er ist seinen Weg zu Ende gegangen. Wahrscheinlich bis Jesus dann öffentlich wirksam war, dann ist er gestorben. Er hat sich hingegeben
So nach dem Motto, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Er hat sein Leben in die Hände Gottes gelegt, im Vertrauen, dass der Herr gerade irgendwas daraus macht, ohne dass er versteht oder irgendwie ansatzweise sieht, wieso und warum. Und all diese Sorgen und Gedanken, die er gehabt hat, die ihn belastet haben, sind wie Fäden, die zusammenlaufen in einem Zentrum. Wäre interessant zu sehen, wie viel von dem er schon erkannt hat, dass all diese Fäden zusammenlaufen zu Jesus Christus. Und dass in diesem Jesus Christus, dem er Ziehvater war, die Antwort auf all diese Lasten und Sorgen ist. Und er für die ganzen Menschen, für seine Sorgen als Vater, als Ehemann, als Sorge für sein Volk und auch die Königswürde Jesu eine Antwort gibt. Dass Jesus eine Hoffnung und einen Weg schenkt, der Hoffnung und Zukunft schenkt. Und das ist das Geheimnis des heiligen Josefs. Es ist nur dann logisch, wenn man auf Gott vertraut, aber gleichzeitig, Gott braucht Menschen, die so denken wie der heilige Josef. Nur mit solchen Menschen kann er auch handeln. Denn seine Wege sind immer ein bisschen anders und komplizierter, als wir uns das vorstellen. Wir wissen nicht, was er mit was bezweckt. Es ist vielleicht so ähnlich, wie wenn es... Stellt euch ein Auto vor. Ein Auto, das ihr selber euch ausdenken könnt und zusammenbauen könnt. Das kann bei Weitem nicht so viel wie eins, was du kaufst. Und bei dem, was du kaufst, verstehst du auch nicht jeden Schrauben. Erst wenn du das fertige Produkt siehst, merkst du, für was das Ganze gut ist. Und so möchte ich euch den heiligen Josef ans Herz legen für euer ganz persönliches Leben. Für alle Sorgen, die ihr habt, vom privatesten, vom persönlichsten, Familie, arbeitsmäßig, für unser Volk, die ganze Menschheit, für das Wirken Gottes in unserer Welt und für alles, worum ihr euch Sorgen macht. Der heilige Josef hat in seiner Weise das alles durchgemacht. Und jetzt ist er im Himmel Fürsprecher. Und die Kirche ist voll von Zeugnissen, von Menschen, die gesagt haben, dieser heilige Josef, der hat mir wirklich geholfen. Seine Mission ist nicht mit seinem irdischen Ableben beendet, sondern im Himmel geht es erst so richtig weiter. Er hilft uns, damit wir in seine Fußstapfen treten und seinen Weg weitergehen. Amen. Vergelt's Gott.